Jetzt Horst. Warte. Ich nehme mal auf. Ich bin zumindest im Ladebildschirm. Ah, oder du bist jetzt rausgeflogen, je nachdem. Ja, warte. Der Verbindungsvorgang ist gescheitert. Weiter, Enter, Spam. Spam it. Ja, ich bin dabei, da Mann. Einer, da steht einer mit Polizei. Ja, und? Kannst du drehen? Kann ich immer drehen, wenn wir hinfahren? Ja, so. Komm her. So. Okay. Fahren jetzt da durch. So, ich bin ganz klar. Komm mal her. Direkt bei der Endfahren, bitte. Ja, ist klar. Aber du musst da weg, sonst mach ich platt. Euch ist schockiert, die uns jetzt die Waffen abnehmen und alles, ne? Ne, einer von euch öffnet sich jetzt die Tür sofort. In die Parko, Motor aussteigen, alle. Alter, ich hab ne Pistole. Ich hab ne Waffe geladen, ne? Was ist denn für eine Waffe? Ich hab ne Waffe geladen! Okay, ich was ist der Plan? Waffe im Inventar. So, der Plan ist, dass jetzt hier die Tür aufmachen und einen auf den Fahrersitz wechseln. Ja, ich benutze eine Waffe. Hi. Am besten nicht. Jetzt sehe ich wahrscheinlich... Oh, wer? Wie? Ja, was soll ich machen? Natürlich... Kannst du die Tür aufmachen? Kannst du die Tür aufmachen? Erstmal schnell reinpacken in den Rucksack, ganz unauffällig. Ey, hier bleiben. Ja, ich bin jetzt hier. Hier bleiben, 5 Fuß jetzt. So, Alter. Einmal bitte. Siehst du, toll, ich bin direkt gefickt. Weißt du, mich machen sie jetzt platt. Redet euch raus! Player 1, bitte. Oder steigt ins Auto und versucht wegzufahren! Ich verstehe euch nicht! Wunderbar! So, halt mal! Nee, du musst vorhin deine Communication Genau, pack dann ins Auto die Waffe. Ja, genau! Oh nein, das ist der glaube ich, gecheckt, oder? Sie befinden sich an einem Checkpoint der Bundespolizei von Altes und sie sind, wir sind dazu gezwungen, sie einmal zu kontrollieren. Ich bin gerade festgenommen worden, das sehe ich nicht ein. Mit der Rechte verlangen, dass ich nicht festgenommen werde. Doch, das sind die Rechte, wenn sie auf dem Checkpoint hier und du bewegst dich ja einfach durch die Gegend, obwohl ich gesagt habe, dass sie stehen bleiben. Das kam so nicht an, ja. Das ist eine Frechheit der Rechte und das ist nicht so zu akzeptieren. Das Ganze mit Ihnen einmal abspielen. Ich muss mal ganz dringend picken, Leute. Kann ich kurz in den Busch gehen? Habe ich da gerade GEMA-geschützte Musik gehört? Nee, du bist nicht im Dial Communications, Christian. Hey, wieso werde ich festgenommen? Ich habe mich nicht bewegt. Nee, das ist egal. Sie befinden sich an einem Checkpoint der Bundespolizei von Altes. Wir werden jetzt alle einmal in der Reihe kontrolliert. Ja, das sehe ich aber anders. Und zwar berufe ich mich auf die Serverregeln, dass die Gesetzesgrundlage dafür darstellt, die ich mir gerade noch einmal durchgelesen habe. Und zwar haben sie keinerlei Recht, ohne wirklichen Grund uns festzunehmen zumindest. Sie haben zwar jegliches Recht, uns zu durchsuchen, aber nicht uns festzunehmen. Deswegen bitte ich und verlange ich sofortige Freilassung. Der Bundespolizei von Altes. Es spielt keine Rolle, die Regeln gelten trotzdem. Ja, das dürfen Sie gerne tun, aber nicht mich festnehmen. Deswegen bestehe ich auf eine Freilassung. Haben wir das Recht hier, Sie durch zu... Ja, und wenn Sie jetzt mal zuhören würden, dann hätten Sie gehört, dass ich schon dreimal gesagt habe, dass Sie das zusteht, aber Sie haben kein Recht, uns zu fesseln. Na herrlich. Ja, machst du mal bitte Fernglas raus. Sie fesseln, um Sie zu durchsuchen. Ich habe keinen. Ja, aber einzeln und nicht uns alle nebeneinander zu stellen und uns zu fesseln. Wir verlangen, dass Sie uns jetzt sofort loslassen. Warum? Was ist das denn? Haben Sie auch nichts zu verbergen? Dann geben Sie mir auch mal Ihren Laptop, dann kann ich mal gucken, ob da GEMA-geschützte Musik drauf ist, die Sie illegal runtergeladen haben. Das ist ja Schwachsinn, ja. Der Datenschutz hier und Verfassungsschutz, das ist eine Frechheit, ja. Wenn wir das dem Commissioner von Altes erzählen, das geht auf keinen Fall durch. Sie überschreiten Ihre Kompetenzen, Officer. Haben wir es jetzt? Nein, haben wir noch nicht. Ich kann ja noch stundenlang reden. Ja, das ist nämlich mein Job. Sie überschreiten die Kompetenzen und deswegen verlange ich die sofortige Freilassung, denn das ist außerhalb Ihrer Rechtmäßigkeit und das kann so nicht angehen. Ist es nicht, mein Freund. Selbstverständlich. Dann zeigen Sie mal den Paragraphen, in dem drin steht, dass Sie uns alle nebeneinander stellen können am Checkpoint, um uns zu fesseln. Der existiert nämlich nicht. Soeben nachgeguckt. Sie haben das Recht, uns zu durchsuchen, aber nicht uns zu fesseln und vor allem nicht alle gleichzeitig zu fesseln, da keine Gefahr von uns ausgeht. Um sie zu durchsuchen, müssen Sie fesseln. Ja, aber nicht alle gleichzeitig. Deswegen können Sie gerne den, der gerade gefesselt, den Sie durchsuchen müssen, gerne kurz dafür fesseln, nach voriger Befragung, ob das für den Einzelnen in Ordnung ist. Nur einer immer wieder aus dem Fahrzeug aussteigt. Und nicht alle gleichzeitig. Und da uns wurde gesagt, dass wir alle aus dem Fahrzeug aussteigen sollen. Officer, Sie überschreiten hier ganz klar die Kompetenzen. Also ich werde auf jeden Fall mit Commissioner und Lieutenant Vito reden und das kann so nicht angehen. Machen Sie das. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun müssen, weil eine Überschreitung der Kompetenz liegt nicht im Sinne.
Und hinzufügen möchte ich auch, dass ich von Ihnen nicht, dass ich von Ihnen nicht zustimme, dass Sie mich durchsuchen, weil ich keine Gefahr durchgebe. Sie können gerne natürlich jetzt ein erhöhtes Mitglied der Polizei dazu rufen, weil das hat das Recht dazu, aber Sie selbst als Officer nicht. Ich habe das so, meine Herren. Es dürfte hier einfach mal Ruhe sein. Ja, hier sind ja im Checkpoint des Staates Altes. Der Staat Altes ist ein Polizeistaat. Ja, daher Sie sich nun auf Polizeigelände stehen, haben wir das Recht, Sie alle zu fesseln, egal ob Sie es wollen oder nicht. Wären wir jetzt dann hätte ich gerne einmal den Paragraphen. Checkpoints, wäre das vielleicht eine andere Sache. Jedoch hier sind Sie auf einem Bundesstaat des Altes Checkpoint, ja. Da ist es nun mal so. Und aus Sicherheitsgründen... Ja, das sind jetzt Regeln, die Sie sich gerade aus Ihren kleinen schwarzen Büchlein mit den Frauen von gestern Nacht herausziehen, ja? Das finde ich eine Frechheit, ja? Es muss auf jeden Fall so sein, dass Sie sich an die Regeln dieses Gesetzes und dieses Bundesstaates halten. Deswegen fordere ich von Ihnen, dass Sie uns jetzt freilassen. Das kann so nicht angehen. Ey! Und das ist Diebstahl. Das ist kein Diebstahl, ich habe nur, weil das Fahrzeug bei mir diesenkt, einen Meter vielleicht damit vorgesetzt. Ja, jetzt kommen wieder die Ausreden, ja? Das ist eine Beschädigung am Eigentum. Desing kenne ich nicht. Ich muss immer noch pipi. Trotz dessen, dass Sie vielleicht keine Waffen auf dem Rücken tragen, sind Sie trotz dessen eine Gefahr, ja? Wer weiß, was Sie mir im Rucksack tragen, sonstiges. Genau aus dem Grund haben Sie die Offiziere gefesselt. Haben Sie das soweit verstanden? Nein. Nein. Ich bitte um erneute Aufklärung der Regeln, die sich gerade aus der Tasche gezogen haben. Dass Sie hier so schleunigst, wie es geht, wieder verschwinden. Ja, ich habe alle Zeit der Welt. Ich diskutiere lieber mit Ihnen lang und halte Sie ein bisschen von der Arbeit auf, weil dann kann nämlich unser dick, vollbeladener Hemmet mit Kokain hier an Ihnen vorbeifahren. Das kann er bestimmt nicht. Ja, der fährt hier mal schön vorbei. Weiß zwar nicht, durch welche Mauer er vorbeifährt, aber er kann es ja mal versuchen. Der durchbricht einfach die Schranken. One. Return to formation. So, ich möchte jetzt, dass Sie ordnungsgemäß die Herren ihre Kontrolle durchführen lassen. Und jegliche Kommentare bleiben untersagt. Haben Sie mich verstanden? Nein, Sir, darauf werde ich mich nicht einlassen. Sie überschreiten Ihre Kompetenzen, darauf bestehe ich. Und bevor nicht Leutnant Vito hier eintritt, werde ich überhaupt nicht die Klappe halten. Sie haben kein Recht dazu, mir den Mund zu verbieten. Jetzt ist er einfach gegangen. Ja. So, die Herren dürfen jetzt erstmal einen Moment warten. So, der Chief kommt jetzt. Der kommt jetzt und da können Sie nochmal mit dem reden. Ja, das ist okay, wenn der Chief kommt, der kann gerne herkommen. Aber dadurch, dass der Chief ja kommt, haben Sie ja gerade selbst gemerkt, dass Sie Ihre Kompetenz überschritten haben. Mir war nur wichtig, dass das geklärt ist, ja? Dass der Chief jetzt hier ist, ist für mich vollkommen okay. Aber Sie, Officer, haben Ihre Kompetenz überschritten und das ist nicht recht. So einfach ist das für mich. Wo er recht hat. Bist du mittlerweile drauf, Hardy? Bitte was? Bist du mittlerweile drauf? Nee. Komm nicht drauf. Sehr amüsant, was der Bram da erzählt, ey, ohne Spaß. Ich hab gehört, nach 10 Minuten oder so wird man von alleine wieder freigelassen. Sollen wir dann, dann trotzdem eh nicht abhauen mehr. Das wird jetzt eine schöne Strafe mit der Waffe. Ich kann den vor mir öffnen. Soll ich den mal looten? Ja. Drück vorher auf Aufnahme. Ich habe auch schon die Aufnahmen die ganze Zeit laufen, aber naja, mal gucken. Ich mute mich mal wieder, damit man den Sound besser hört. Ne, kann ich nicht, schade. Was ist denn euer Problem? Ja, Sie dürfen mich durchsuchen, gar kein Problem. Ich finde nur, dass der Officer seine Kompetenz überschritten hat. Achso, Sie wollen nicht von einem Officer durchsucht werden? Nein, ich möchte nicht von diesem Officer durchsucht werden. Von welchem Officer? Von Suga D6, weil sie wäre ein sehr komischer Name, aber darüber möchte ich mich hier nicht weiter äußern. Das war keine Beleidigung, das war nur eine Anmerkung. Und welchen Grund haben Sie, dass Sie von diesem Officer nicht durchsucht werden wollen?
Der Grund ist ganz einfach, laut den Regeln in dieser wunderschönen Welt, in der wir uns befinden, hat ein Officer kein Recht dazu, uns alle oder die komplette Mannschaft hintereinander zu fesseln und wegzudurchsuchen, ohne dass wir eine Gefahr darstellen, was wir offensichtlich nicht tun als einfache Reisende, die gerade versuchen, Altes zu erkunden. Sie als Chief hingegen haben natürlich das Recht in dem Sinne schon, aber da der Officer sogar in meinen Augen sehr offensiv gegen uns angegangen ist, musste ich halt darauf bestehen, dass halt der Vorgesetzte ankommt und das habe ich dann auch gemacht. Eine gewisse Gefahr geht natürlich von Ihnen aus, da Sie sich wahrscheinlich entweder ins Rebellengebiet bewegen oder aus diesem herauskommen. Des Weiteren befinden Sie sich an einem offiziell gekennzeichneten Checkpoint, wo sowieso die Staatsgewalt Altes herrscht. Das heißt, wenn der Officer das Bedürfnis hat, Sie hier zu durchsuchen, obwohl Sie natürlich eigentlich keinerlei Gefahr darstellen, beziehungsweise keinerlei Kennzeichen tragen, wobei außer Mr. Player One trägt Rebellenkleidung, dadurch sind Sie alle als Rebellen gekennzeichnet, wie auch in den Regeln steht, hat Officer sogar jegliches Recht, Sie zu durchsuchen und auch temporär festzuhalten, damit keine Gefahr von Ihnen ausgeht. Denn es besteht ja die Möglichkeit, dass Sie in Ihrer Kleidung eine Pistole zum Beispiel tragen, womit Sie dann eine Gefahr darstellen würden. Da stimme ich Ihnen soweit zu, aber ich möchte kurz dazu hinfügen, dass Mr. Player One nicht zu unserer Gruppe gehört, der ist von einfach in unser Auto eingestiegen. Am Arsch! Na gut, das ist für uns nicht klar ersichtlich. Er bewegt sich mit Ihnen mit in diesem Moment gelten Sie dann trotzdem als Rebellen. Judy, wir waren gerade noch Freunde, Kollege. Was soll das? Was du behauptest, ist aber eine völlige Lüge. Ich hab den auch noch vorher nicht gesehen. Ja, da schaut man aus, von was für Leuten sie sich rumtreiben hier. Ja, dass also sie wirklich, ja nicht gerade so ein Fan von Herr Suga sind. Denke ich mal, sollten sie ja Herr Suga etwas näher kennenlernen. Ja, geh mal einen Kaffee trinken mit dem. Also ich meine, das ist kein Problem. Wir können gerne mal ein bisschen was trinken gehen. In Kavala, ich lade dich gerne ein. Kein Ding, wenn du möchtest. Das ist ein geiler Hotdog-Stand, ja. Und dann können wir damit auch ein bisschen rumspielen, wenn du möchtest. Gegenseitig füttern. Ich bin da offen, uns kennenzulernen. Gar kein Ding. Alter, wieder 6 Bullen vor mich. Ja, die ganze Zeit schon 6 Bullen, Alter. Wunderbar. Du hast schon mal eine Einladung zu einem Abendessen gekriegt oder zu einem Mittagessen. Ist auch geil. Mit Happy End allerdings als Voraussetzung. Wenn ihr hört. Moment, weil das ist etwas zwischen Suga und euch, also... Also ich hab mir jetzt in die Hose gepinkelt mittlerweile, ne? Das wird hier richtig warm. Da kennst du dich ja mit aus. Es gibt in Kavala einen Babyshop für Erwachsene, da gibt's auch Windeln. Würde ich dann empfehlen, Magic mal eine Windel zuzulegen, wenn es dann ein Problem mit dem Einhalten geben sollte. Wenn es zur nächsten Polizeikontrolle kommt, die 20 Minuten dauert, alles klar, danke Officer. Aber die haben euch nicht erkannt, oder? Das ist auch schneller gehen können. Wir hatten aber ja Lust dazu, dass du hier ein bisschen... Das haben sie alles Herrn Yu zu verdanken, meine Herren. Den Herrn Yu, Judy bitte, ja? Judy meine ich, Entschuldigung. Der Player aber natürlich will ich nicht an ihre Wäsche. 30, regroup. Wer kommt jetzt eigentlich für meine Justin Bieber Karten auf, die ich gekauft habe, wo ich habe jetzt das Konzert wegen dieser Polizeikontrolle verpasst. 10. Rally up. I need ammo. Da können Sie sich mal mit dem Herrn Yudif unterhalten. Der hat das Ganze jetzt hier so herausgezögert und die ganze Zeit hier rausgeschlagen. Voll Yudi. Jetzt bin ich kein Believer mehr. Nee, das kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr so leben. Ja, mach mal Suicide oder so. Das wäre so geil. Das ist, glaube ich, nicht erlaubt. Check me, baby, one more time. Moment. Das heißt, hit me, baby. Was machen die jetzt eigentlich gerade? Ich hab keine Ahnung, die stehen die ganze Zeit hoch. Können die mal hinne machen? Nun scheiß, ich werde jetzt gleich richtig latzen dürfen, ey. Abu. 10. Return to formation. Hattest du eine Dings? So, ich hab eine Waffe. Lizenz. Ja, sicher. Ja, ich hab alles. So, Mr. Player 1, ich werde sie mal durchsuchen, ja? Keine Angst. Ja, fangen wir an. So, meine Herren, dann wünsche ich Ihnen schon mal noch von meiner Seite einen schönen Abend. Ich muss jetzt noch mal weitergehen. Hat er dich durchsucht, Dennis? Meine Kollegen, wir müssen alles vortrefflich übernehmen. Ich würde mich Apu, mit V, bitte. Ja, Bronco, dann übernehme ich die mal. Juhu, besten Dank.
Haben Sie müsste vielleicht einfach muss leider feststellen, dass Sie keine Waffenlizenz haben. Nur so. Zwischen meinen Beinen. Haben Sie mich zu Ihrer Zufriedenheit durchsucht? Ja. Dann kann ich jetzt wieder die Waffe aus dem Darm nehmen. Abgesehen davon bin ich allerdings clean. Also greifen Sie zu. Ich hab den Rucksack vorhin im Gebüsch gefunden. Ja, anscheinend habt ihr bestimmt verschlagen, Herr Bonko. Dann schaue ich mir einfach mal die Lizenzen an und nehme mal Ihr Portemonnaie aus der Tasche, ja? So, dann müssen wir gleich mal ein bisschen Papierkram klären. Kann man mich nicht hören in-game? Kleinen Moment Geduld. Ich hab dich jetzt gerade nicht gehört. Test, Test, kann man mich nicht hören? Oh, hallo? Sehr schön aus. Doch. Rucksack. Hat einer von euch mein... Alles klar, Herr Bonko. Sieht alles tipptopp aus bei Ihnen? Ich möchte ganz kurz anfragen, warum Officer Keno gerade einen Lockpick gegeben hat. War versehentlich, wollte eigentlich nur ein... Also wenn das jetzt sein soll, dass mir irgendwelche Straftaten angehangen werden, ja? Weil irgendwie jetzt mir unterstellt werden soll, dass ich Autodieb bin oder so. No, Sir, ich bin nur ein Tourist und das ist echt eine Frechheit, wenn wir... Herr Jud, Junge! Es heißt Judi. Ha, Mr. Player 1, macht einen Ticket von 60.000. Ja, Herr Waffen. Alter, nicht im Ernst. Wäre der mal so clever gewesen, dann hättest du genau wie ich die Waffe ins Auto gepackt. Die suchen die nämlich. Alles gut, alles gut. Ja, das Auto liegt doch in der Karre, wa? Die Waffe. Ich hab meine Waffe mittlerweile wieder rausgenommen, der hat mich schon durchsucht. Also hab ich die wieder aus dem Auto rausgeholt, die ist bei mir im Rucksack. 35.000 von Waffenzügen ohne Lizenz. 35.000 und ich habe doch so gut mitgespielt, ja, ich habe mich überhaupt nicht gewehrt oder sowas, kann man da nicht irgendwie ein bisschen, hattest du ja noch eine Lizenz, Christian? Im Gegensatz zu diesem Herrn Judy. Ich hatte ja keine Waffe. Ich habe ja auch die Munition weggetan. Okay, lass mich mal kurz, kann man ja auch wohl ein Auge zudrücken, Officer. Ich sehe das auch ein, ich werde auch nie wieder Waffen haben. Ist klar. Ah, natürlich. Ja. Moment, irgendeiner... Achso, UD steht da vorne noch. Ja, ich, also Christian, ich will gucken, ob der Polizeiwagen offen ist. Habe ich das richtig verstanden, dass du jetzt quasi die Waffe vorher ins Auto gepackt hast und jetzt wieder an dich genommen hast und quasi die nichts mitbekommen haben? Wie fucking awesome ist das denn, Alter? Weil die haben das Auto nicht durchsucht. Der hat mich durchsucht, hat gesagt, alles okay, dann habe ich die wieder rausgenommen. Und das Gesetz hart durchziehen. Jay kriegt jetzt ein Ticket von 60. Ne, nur 35, ist ja voll easy. Sehr schön, Mr. Player 1. Dann bitte mal. What the fuck? What the fuck? Oh, was ist denn hier jetzt passiert? Was ist passiert? Das Haus da hinten ist explodiert. Kein Grund zur Panik, es ist ein Ifrit. Ich keine Sorgen machen. Was? Wir müssen keine Sorgen machen, dann kann man explodieren. What the fuck? So, dann steigt mein Auto und. Wir beschützen sie mit unserem Leben. Hat denn sonst von einer noch ein Ticket gekriegt von euch? Ja. Ne, nur Jay. Einsteigen, weiterfahren. Hopp, hopp. Und eure Waffen habt ihr auch noch? Ja, bedenkt, Leute, ne? Wenn wir jetzt auf die andere Seite wechseln, kommen wir nicht mehr zurück. Vernünftig, ohne Heli. Ich werde jetzt wahrscheinlich, den können wir ja auch am Dingspunkt, aber trotzdem. Hauptquartier da holen. Hab ich jetzt immer ja noch haben kein Heli. Ja. Ist das normal? Genau, kannst du froh sein. Also steigert ein paar. Ja, frag doch noch tausendmal nach, Jay! Willst du mich verarschen? Oh mein Gott! Ich wollte nur mal nachfragen, wie dazu ist, weil... Also fahren wir jetzt wieder zurück? Ja, aber ich... Fahr die alle platt! Wie gesagt, wenn wir da jetzt rüberfahren, haben wir ein Problem. Also, dann dürfen wir wieder losfahren? Ja, wir dürfen losfahren, die sagen schon, wir sollen abhauen. Fahren wir links rum. Wow, 35.000, super Idee! Toll! Das war voll geil. Jetzt hättest du mal, wie ich ins Auto gepackt, Jay, hättest du auch kein Ticket gekriegt. Jay, willst du anfangen mit guten Ideen? Herr Officer, Sie haben mir meine Waffe nicht weggenommen. Ist das richtig so? Oh Mann, das hat er nicht gesagt. Doch, hat er wirklich gesagt. Alter, what the fuck? Und hat der Officer ich gesagt, ja, fragen Sie mal nicht nochmal nach und steigen Sie einfach ein, so nach dem Motto. Ja, nein, das hat mich echt nochmal, nein, ich habe gesagt, das wird wahrscheinlich jetzt auch dann, das wäre mir jetzt dann auch egal gewesen. Ich wollte nur noch einmal die Regeln abfragen, wie das dann so läuft. Drück doch einfach M und guck dir die an. Ja, ich kann den auch direkt fragen, ist mir auch scheißegal. Und du hättest nur für die Waffe 30.000 bezahlt. Oh, erstmal Stress gemacht. Ich fand das war ganz cool. Ich fand das super lustig. Vor allen Dingen faszinierend, dass ihr da so rausgekommen seid einfach. 35.000 weniger für unseren Orca. Ja, mein Gott. Ja, wenigstens hast du deine Waffe noch, kannst du froh sein drüber. Wenn du so klug gewesen wärst wie Christian, ja, hättest du jetzt nichts bezahlen müssen. Ich wollte gerade sagen, ihr habt eure Waffen noch, das hätte nicht teurer werden können alles.
Mal eben out of roleplay. Ihr seid doch die Jungs von Pizmeat, oder etwa nicht? Fragezeichen. Ja, deswegen haben die Waffe gelassen. Ja, eben. Nein, das war ein anderer. Das war ein anderer. Die sind aber standen zusammen mit TS. Natira wird geschossen, deswegen drücke ich Aufnahme. Mal gucken, was passiert. Wir holen hier jetzt auf jeden Fall gerade Hardy ab. Alter! Habt ihr diesen. Komischen Türkis. Alter, ich muss auf jeden Fall mal eben kurz trennen. Das geht gar nicht. Hat ihr diesen türkisen Wagen gesehen? Der ist gerade durch die Luft geflogen. Ja, aber ihr seid richtig hart am D-sinken. Ja, fahr den doch einfach. Fahr den mal kurz einen Meter oder so. Okay. Oder fahr den einfach. Oder fahr den einfach komplett hin. Genau. Frage ist, wo wir hin? Wo? Wir können zum Salt Trader fahren und gucken, ob man damit findet. Direkt daneben ist auch noch das Cement Trader. Wo ist denn das? Das ist nicht weit weg, das ist hinterm Airfield. Mhm. Ja, wo muss ich denn dann hin? Ja, zum Salt Trader. Ah, Salt Trader, ah. Ja, ich hab kein GPS. Aber eine Map. Ja, drückst du einfach mal M. Und warum hast du eigentlich kein GPS gekauft, Junge? Das kannst du direkt hier auf der anderen Straße kaufen. War 800 oder so. Zum Salt Trainer? Wo ist der denn? Trader. Was macht denn der Typ da? Der nördlich, südlich, westlich? Unter Flugfeld. Guck mal, der posiert für uns. Kollege, haben Sie gesoffen? Ah, Salt Trader, da ist er ja. Herr von Ramme, haben Sie gesoffen? Geht es Ihnen nicht gut? Ah, warte mal, da muss ich aber erstmal hier hin. Sind Sie verletzt? War der mal tot? Sagt Hallo? Das geht nicht in der Safe Zone, du kannst leider gar keine Leute totfahren. Okay, der Typ ist besoffen. Ja, hier kommt eine Kurve. Moment, also Hardy fährt jetzt den Wagen. Ja. Vielleicht solltest du dauerhaft aufhören. Ja, habe ich mir gerade auch gedacht. So, warte mal. Oh Gott. Außer wir halten jetzt alle 2 Minuten an. Ja, ich muss mir jetzt halt mal eben meine Punkte hier machen, ja. Ohne Spaß, du standst ja jetzt 40 Minuten lang rum, ja, bis wir da waren. Ja. In der Zeit hast du nicht geschafft, bis zum Market zu laufen, den scheiß GPS zu kaufen. Doch, ich habe mir verschiedene Sachen geholt, aber kein GPS. Ich habe aber auch kein GPS, dummerweise. Ich weiß aber auch nicht, wieso. Das ist eigentlich das geilste GPS. Ja, vor allem, weil nur 200 kostet. Aber warum denn? Ich sehe mittlerweile auf der Karte doch meinen roten Punkt. Ja, aber dann siehst du die Karte rechts während der Fahrt. Du musst nicht dauernd anhalten. Ach so, okay. Ja, die paar Sekunden. Hui! Ich gebe mal ein bisschen Gas hier, glaube ich. Oh mein Gott, ey. Habt einen Unfall. Hey, bei dem Typen sind wir vorhin vorbeigefahren. Bitte kann mir jemand helfen, alles klar, lass ihn überfallen. Wo ist denn das Ölfeld? Über uns. Okay. Alter, wie lässt er sich ein bisschen schwerfälliger steuern, habe ich das Gefühl. Kann das davon kommen, dass da Leute drin sitzen? Der schwimmt halt mal ein bisschen. Das ist halt der Offroader. So, jetzt links. Muss ich. Ja, okay, dann halt links. Dann sag mir das doch einfach. Ja. Sorry. Wenn ich das jetzt immer sagen muss, wäre ich selbst gefahren. Boah, Mecker. Mecker gar nicht. Ich weise dich nur auf deine Inkompetenz. So, hier rechts muss ich doch, oder? Ich höre gerade Polizei. Ja, rechts. Ah, die rechts. Nein, hier nicht. Geradeaus fahren. Ich höre Polizei. Ja, ich fahr schon. Wenn jetzt die Bullen kommen. Fahr langsam, fahr nicht zu schnell. Okay. Ich höre. Also, du darfst bis zu 120 fahren, also kannst ruhig Gas geben. Die kommen uns entgegen. Das ist doch gut. Alter, die sinken aber. Alter, der steht bei mir. Der steht bei mir auch, vielleicht steht der ja wirklich. Was machen wir, wenn die versuchen uns anzuhalten? Ja, dann geben wir Gas. Warum sollten die uns anhalten? Die haben keinen Grund. So, rechts lang. Haben die einen Grund dazu? Die müssen einen Grund dazu. Die können dazu eine allgemeine Verkehrskontrolle machen. Alter, die sind vor mir aufgeploppt! Irgendeiner von euch hat seine Waffe nicht wieder ins Inventar gepackt. Ja, ich zum Beispiel. Die fahren gerade hinter uns her. Gib Gas! Eine Waffe sieht man auch. Jetzt musst du Gas geben, Hardy. Jetzt können wir nicht anhalten. Nein. Ohne Spaß, wenn die uns zum Anhalten bringen, dann müssen wir kämpfen. Ja. Sollten wir auch so genauso kommunizieren. Damit wir keinen Scheiß haben. Aber Hardy, gib Gas, Shift und Gas. Ja, warum? Wir haben uns doch noch nicht zum Anhalten aufgefordert. Hardy, Blaulicht hinter dir ist nicht anhalten. Ja, aber die hatten auch gerade Blaulicht, als wir denen entgegengekommen sind. Wir stehen die ganze Zeit schon mit Blaulicht auf der Straße. Was deswegen will ich jetzt nicht hier mit 150 lang fahren, sonst halten die uns nachher nämlich echt an. Wir fahren doch mal nach rechts. Der will 100 pro, dass wir anhalten. Glaub ich nicht. Wenn er anhält, pass auf. Fahr doch mal jetzt nach rechts. Die werden uns jetzt, entweder wird er uns zur Seite drängen oder nicht. Ja.
Nein, ja, der ja. will nicht, dass wir anhalten. Oh mein Gott! Adi, genau, fahr dem voll drauf. Ja, da soll man nicht auf den Sack gehen, Alter. Alter, ich sehe schon, wir explodieren. Ich glaub, schneller als wir. Ist ja egal. Ist ihr habt gesagt, ich soll nicht anhalten. Ich soll Hardgas geben. Er ist weg. Ja, der steht da. Ich glaube, der ruft jetzt Verstärkung. Ja. Und hier links, uns jetzt einfach links, langsam hinterher. Hier links. Aber nicht langsam werden dabei. Ja, entschuldige, ich will jetzt aber auch. Die Räder sind da, schon orange. Die da. Ach, diese Räder sind schon orange? Ja, bei dem Aufprall gerade. Wir könnten uns hier verstecken. Ja, hupen wir jetzt, Runde, damit wir jetzt wo wir hingefahren sind. Fahr weiter. Ach, der ist schon viel hinter uns. Oh mein Gott, was haben wir nur getan? Was wollen die denn? Unser ganzes gutes Geld ist gleich wieder weg. Ganz im Ernst, ich bin dafür anzuhalten, zu sagen, verziehen Sie sich oder wir schießen und den abzuwarten. Okay, dann wird mal kurz langsamer. Dann oder wir schreien das jetzt. Ja, das ist der Suga D. Machen Sie einen Abgang oder wir müssen das Feuer öffnen. Gib Gas. Noch. Das meldet ihr uns. Halt an. Halt an, wir springen ab und machen den kalt. Okay. Wir haben gerade den Kampf eröffnet. Genu Jude ist tot und Kino ist tot, yes man! Alles klar! Wir ficken die! So, wir gehen den Wagen jetzt verkaufen, zack! Komm, los, go, wir gehen jetzt verkaufen! Repairen, kurz auf. Was also, wer hat was gesagt? Jemand hat was gesagt? Ich sehe uns nicht. Zum Fahrer sitzt. Wir verkaufen jetzt den scheiß Wagen hier. Ich war hinterher. Hat gerade den Kampf noch jemand außer mir aufgenommen? Ja, ich. Oh, klar, ich hab den aufgenommen. Ich hab die Tötungen aufgenommen. Was hat er gerade gesagt? Nicht aufheben, das ist mein letztes? Wieso kann er noch mit uns reden? Keine Ahnung. Sitzt da noch einer drin? Nein. Nein. Genau, wir gehen halt jetzt leider verkauft. Go. Ja, Mann! Okay. Alles klar. Wieso haben wir die nicht gelootet, ey? Oh, ich muss was essen. What the fuck? Wo muss ich denn jetzt lang? Umdrehen. Jetzt auch nicht so groß. Okay. Moment. Boah, ist schnell. Alter Vater, ist das Ding schnell. Okay, ich fahre euch einfach hinterher. Die hätten ja, bestimmt voll die geile Scheiße looten können. Wir müssen das Ding erstmal knacken, oder? Wissen wir das? Weiß ich nicht. Gucken wir jetzt gleich. Sehen wir gleich. Alter, wenn du willst, Peter, kannst du das hier noch kurz looten. Ja, jetzt komm, schon mal looten wir die. Dann looten wir die. Einer kann raus und lootet die. Dann nehmt ihr den anderen mit. Ich fahr weiter jetzt. Wer ist bei mir? Ich. Alles klar, Adi. Du lootest mich zum Shop. Du fährst, du navigierst der denn? Mich bitte zum Shop. Der ist unten links. Unten links. Pick up Donut. Die kleinen Wichser. Digga, Money! Ja, so läuft das. Wie viel? 800. Return to formation. Pickup Lockpick? Die hatten Lockpicks? Shop. Ja, ich hab auch einen Lockpick gekriegt. Diving Shop. Von wegen, die Waffen sind nichts wert, Alter. Wir haben gerade zwei Forellen abgesetzt. Ich hab den voll über den. Die standen hinter dem Auto, ich war genau zur richtigen Seite. Ja, Jay, du musst aber. Da fährst du es zumindest schon richtig. Du musst der Straße jetzt einfach nur. Kann ich da Blaulicht eigentlich ausmachen? Mach doch über Maus. Boah, ohne Scheiß, wenn jetzt gleich einer kommt, dann kommt erstmal, halten Sie an, jetzt spricht die Polizei. Wir sollten jetzt aber vielleicht nicht komplett durch Pyrgos fahren mit dem Ding. Ja, Sigi! Alles klar. Oder? Ist das dein Ernst? Keine Ahnung. Hauptstraße, durchgehen. Ist eigentlich blöd, dass wir uns getrennt haben. Ihr müsst eigentlich ich nehme noch auf, oder? Durch den Schlüssel müssten die eigentlich auch sehen, wo ihr seid. Ja. Ja. Wir müssen das zügig machen. Go zum Chop. Grün-weißer Party, eine blau-weißer Party. Ich werde dich aber ein bisschen umlenken, damit du nicht quer durch Chop fährst. LOL! Alter Jay. Wie kann man nur so dumm sein? What the fuck? Ist ja wohl ein Witz! Du bist entgegengefahren. Ich bin 120 gefahren, ich fahre in die Kurve, der Wagen verliert direkt den Elchtest und ich habe mich überschlagen. Seid ihr explodiert? Ja. Ja, das steht ja unten links. Wir sind direkt explodiert. Fuck. Aber ihr habt das voll schlecht. In der Aufnahme, ohne Spaß. Ich bin mit 100. Was bin ich gefahren? Ich bin halt ganz normal gefahren, ich bin nicht davon ausgegangen, der Wagen direkt umschlägt. Ich bin noch nie mit dem Polizeiwagen gefahren. Boah, ist das schlecht, ey. Boah, ist das schlecht.
Ah, oh, Mann. Ja, Spawn, ja, die Bullen suchen ja sowieso nach uns. Ja, dann sind die Bullen. In die Live-Regel und so. Alles klar, dann höre ich mal auf mit der Aufnahme. Was ist das? Da vorne ist Blaulicht, oder? Stimmt.